Es sollte ein schwieriger Dreh werden bei den Hackern vom Chaos Computer Club in Leipzig. Kamerateams und Fotografen wurden von sogenannten Medienengeln begleitet. Auch wir waren keine einzige Sekunde ohne Aufsicht. Die Engel stellten sicher, dass nur der ins Bild kam, der es ausdrücklich wollte, und viele wollten ausdrücklich nicht. Alles, was wir hier tun, ist was, was die Gesellschaft in ein paar Jahren auch tun wird. Nämlich verstehen, dass es eigentlich nicht okay ist, andere Leute zu fotografieren und auf Facebook zu tun. Oder andere Leute ungefragt in einen Kontext abzubilden, weil es dazu führt, dass die Daten verwertbar und verwendbar werden in verschiedenen Kontexten und Möglichkeiten, von denen wir heute möglicherweise noch gar nicht wissen. Datenmissbrauch, das immer wieder aktuelle Dauerbrenner-Thema. Katika Kühnreich hat lange in China gelebt. Dort plant die Regierung in den nächsten Jahren offenbar, die Daten jedes Einwohners in ein Ranking einfließen zu lassen. Wohlverhalten wird belohnt, der Kontakt zu Menschen mit niedrigerem Score zum Beispiel bestraft. Das alles jederzeit und für alle im Internet einsehbar. Die Gefahr? Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es bequem ist, für Menschen in einer Gesellschaft zu leben, wo man permanent jede Sekunde bewertet werden kann. Weil das, was viele Leute jetzt schon im Social-Media-Profil zeigen, nämlich nur ihre Sonnenseiten, nur ihren besten Schmollmund, ist Stress. Was klingt wie ein Horrorszenario aus Fernost, hat längst auch hier Einzug gehalten, ohne aber, dass es einen großen Aufschrei gegeben hätte. Denn unser Score wird leise gebildet und intransparent. Die Schufa bewertet ja auch sehr viel mehr als nur das, ob sie ihr Konto überziehen oder nicht. Und auch da haben wir nicht offengelegt. Sie haben nicht irgendwann in ihrem Leben einen Brief gekriegt von der Schufa, wo drin stand: Sehr geehrter Herr so und so, folgende Punkte in Ihrem Leben werden ab jetzt bewertet. Die Gesellschaft besser machen, Strukturen offenlegen. Dieser Wunsch treibt die Hacker in Leipzig in Scharen in die Konferenzen, auch hierher zur Big Data-Analyse. Der Referent hat Millionen Twitter-Daten aufbereitet und macht grafisch sichtbar, wofür sich Hacker auch interessieren, für Fake News und ihre Verbreitung. Er zeigt, dass Fake News tatsächlich meistens aus Wutbürgerkreisen stammen, doch dass sie kaum Chancen haben, diese Kreise zu verlassen. Es gibt sie also, die Filterblase. Also Filterblasen funktionieren in zwei Richtungen. Zum einen die Leute, die beispielsweise pro AfD auf Twitter unterwegs sind, kriegen viele Diskurse nicht mit, aber der Effekt ist in die andere Richtung noch viel stärker. Viele Leute aus der Öffentlichkeit bekommen die Fake News sozusagen aus dem AfD-Bereich gar nicht mit. Das heißt, es gibt eine Filterblase, die aber eigentlich in die umgedrehte Richtung stärker wirkt. Die Gesellschaft hätte damit immer weniger Chancen, die Denkweisen innerhalb der Wutbürgerblase zu verstehen. Wie das zu ändern wäre, nicht auf alle Fragen gibt es eine Antwort. Nicht alles lässt sich in Ordnung bringen, auch nicht beim Chaos-Kongress in Leipzig.